Ich also herzlich willkommen zurück zu Babaizio. Wir haben ein neues Gebiet betreten und haben immerhin schon die ersten 8 Level abgeschlossen. Die ersten 7 davon waren meiner Sachen zu überraschend einfach, aber dann der 8., der war schon so ein Ticken unangenehmer. So, wir wechseln mal wieder die Seite, denn die 9 wartet hier drüben. Ein Plattformer. Das verheißt nichts Gutes. So, wir haben was Neues und zwar hier ein UFO. Oder wie man es eigentlich im Englischen sagt, UFO. Man spricht das ja nicht als eins. Auf jeden Fall, Keke is Fall and Push. Okay, wir haben wieder so ein Spielchen. UFO is Push, Key is Open. Okay, also von da hoch, da runter. Cloud is the Fate, Baba is You. Text is Melt, Ice is Hot. Das heißt also, wir haben hier keine Möglichkeit, diesen Text irgendwie durchzupushen. Auch wenn ich noch nicht wüsste, warum man das machen wollte. Wall and Door is Stop. Und dann haben wir hier nochmal abgrenzend Door is Shut. Sowie Flag is Win. So. Ich habe verstanden, dass wenn wir Kege darunter plumpsen, er da auch wirklich dahin fällt. Alles klar. UFO is Push. Man könnte also sagen, wenn man es wollte, könnte man irgendwie versuchen, den Kollegen hier rüber zu balancieren. Jedoch ist gleich hier von Anfang an wichtig hervorzuheben, Key ist aktuell nur Open, nicht Push. Das heißt also, da müssen wir irgendwie überlegen, wie man daraus beides machen kann. Denn es hilft nicht, den Schlüssel hier durchzumanövrieren, dann hier das ist wieder zu open machen müssen, denn wir müssen den da noch einen weiter reinschieben. Das heißt also, wir müssen genau gucken, wie man das macht. Das Lustige ist, wir könnten ganz einfach sagen, Keke ist open. Und danach riecht es schon so ein kleines bisschen. So, das große Problem, was wir aber nun von Anfang an ja gleich haben, ist, dass wir hier diese Kante haben. Heißt also, spätestens wenn ich Keke oder was auch immer hier reinschieben würde, es muss irgendwie um diese Ecke herumkommen. Und da ist meine große Frage, warum hier wirklich diese Eisschicht existiert. Ich verstehe, Cloud is Defeat heißt, es würde uns in erster Linie nur aufhalten. Aber selbst dann... Weil man darf ja nicht vergessen, selbst wenn wir sagen, wir schaffen es irgendwie, Keke mit dem UFO hier entlang zu balancieren. Irgendwann muss er ja trotzdem runterfallen und das große Problem ist, dass er vermutlich ganz simpel durch Eis und Wolken durchplumpst. Das heißt also, wir würden davon nicht profitieren. Ansonsten, wir können durch Eis durchlaufen, aber nicht durch die Wolken. Das ist bisher noch sehr funky. So, die erste Sache, die wir ernsthaft ja eigentlich jetzt als Problem haben, das denke ich mal, ich weiß schon gar nicht mal, wie ich das wirklich zeigen soll. Man muss es schon oben lang machen. Unser erstes Problem gleich von hier von Anfang. Okay, warum? Okay, also ich glaube, das funktioniert bei Items, aber würde zum Beispiel Baba das versuchen, dann bräuchte er Stop. Okay, ich glaube, das war das groß, was wir so bisher als Unterschied gesehen hatten. Normale Items, solange man sie verschieben kann, funktioniert. Außer sie haben zum Beispiel Float. Und wenn man das selber machen möchte, und das hatten wir, wo wir zwei Babas gleichzeitig hatten, da brauchten wir Stopp noch dazu. So. Das Interessante ist, wir können also mit einem das Ganze verschieben, aber wir haben ja eigentlich gesehen, wir brauchen eigentlich immer zwei. Wo ich mich jetzt dann schon wieder frage... Warum kriege ich überhaupt zwei? Also ich könnte natürlich ganz schnell... Hoppala. Obwohl, ist das nicht sogar richtig? Für mich wirkt das sogar schon richtig. Man muss es dann irgendwie schaffen, dass ich den dann nach unten verschiebe. Und da habe ich dann das Gefühl, dass wir ganz bewusst irgendeinen dieser Keywords brauchen. Und dementsprechend machen wir als erstes, mache ich den mal ganz schnell rückwärts. Genau. Denn ich habe das Gefühl, wir sollen wirklich sagen, Key is UFO. Ich denke, wenn wir das gesagt haben,
Dann haben wir nämlich jetzt zwei von denen, können das Keyword für was anderes verwenden. Und zwar, um zum Beispiel Sachen darunter zu schieben. Wir nutzen das. Jetzt muss ich wieder ganz sicher gucken. UFO. Is push. So, und ich muss jetzt vermutlich gucken. So, der verschiebt lustigerweise Key von alleine. Ich könnte ihn theoretisch auch so verschieben. So, jetzt habe ich mir hier ein Problem gemacht, wo ich noch nicht weiß, wie ich hier wieder rauskomme. Denn jetzt müsste ich im Endeffekt das ja eigentlich so schaffen. Ja, shit. Das ist nicht einfach. Ich meine, dass es richtig ist, was ich hier mache. Aber da ich das jetzt weiß, dass auch Keywords funktionieren, muss ich eigentlich schon fast wieder fragen, ob ich tatsächlich zwei von denen so brauche. So, mein Problem ist definitiv, ich kann nur Sachen verschieben, wenn ich zwei davon habe. Ja, ich bin auch nicht ganz zufrieden damit, wie das Ganze jetzt hier gerade verlaufen ist. Denn das Problem ist ja auch, ich muss es irgendwie schaffen, das Ganze noch einen weiter nach unten zu verschieben. Weil sonst kriege ich das Zeug da ja nicht mehr raus. Ja, das ist ein ernsthaftes Problem. Weil jetzt bräuchte ich das Key eigentlich irgendwo anders. Okay, lass uns das nochmal ganz kurz rückgängig machen. Vielleicht übersehe ich hier irgendwas oder mache irgendwas falsch. Wie zum Koko kriege ich das gebacken? Sagen wir mal, ich mache Key hier als Sicherheit. Und sage jetzt... Das Problem ist, selbst wenn ich jetzt sage, ich mache den... Mach den jetzt hier runter. Ich kriege ihn da ja von nicht wieder raus. Deswegen, weil das darf man nämlich nicht hier irgendwie ignorieren. Ich brauche mindestens einen von denen, damit der dahin fallen kann. Meine Frage ist natürlich auch gleichzeitig wiederum, wenn wir hier schon gerade so ein bisschen überlegen, muss ich den vielleicht weiter balancieren, damit ich weniger Probleme habe, wenn er dann da runterplumpsen muss oder wo auch immer. Dass es ihm dabei einfacher ergeht. So, sagen wir mal, ich nehme ihn jetzt hier hin. Ja, hier ist gerade so ein bisschen zu sehr Rätselraten, das ist auch nicht so unbedingt meins. Aber ich muss einfach jetzt mal so ein bisschen gucken. Denn das Problem bleibt weiterhin, ich brauche jetzt gefühlt eigentlich immer noch einen weiteren. Ich kann zwar jetzt sagen, hey, schieb das Key darüber. Aber dadurch, dass ich ja nicht es schaffe, die Dinger hier runter zu verschieben, oder zu ziehen in dem Fall, müsste man ja sogar sagen, ist immer noch das große Problem hier gegeben, dass ich ihn zwar jetzt so hinbekomme, aber spätestens jetzt ich geschissen habe. So, und ich glaube, der Witz muss jetzt, glaube ich, tatsächlich sein, dass wir das Key so nutzen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, obwohl, jetzt kann ich das Key da ja auch ohne Probleme rausholen. So. Jetzt gehen wir mal hin und verschieben... Ja, das ist ein Problem. Aber gleichzeitig trotzdem, egal ob wir jetzt das frühzeitig sagen, das werde ich jetzt auch nochmal ganz kurz nochmal rückgängig machen dürfen. Genau. So, sagen wir mal jetzt trotzdem, ich würde das hier nach oben verschieben, damit wir den da auch tatsächlich rüber pushen könnten. Wie weit wollen wir den tatsächlich pushen? Denn ich denke, klar, der darf nicht hier runterplumpsen, weil dann kommen wir nämlich nicht mehr an den ran, um ihn weiterschieben zu können. Und ich wüsste auch nicht, warum der Idealfall wäre, ihn hier zum Beispiel runterfallen zu lassen. Oh, und da kommt nämlich das Fiese. Da brauchen wir also definitiv den UFO. Denn der Text würde dabei halt zerstört werden.
existiert ja weiterhin. Selbst wenn wir sagen, wir verschieben das jetzt immer wieder so weiter. Also man kann es ja wirklich einfach so machen. Okay, also ich kann den, wenn ich will, wirklich bis hierhin verschieben. Was also bedeutet, ich kann das theoretisch so machen. Jetzt muss ich überlegen. Ich darf kein Keyword runterschleudern. Das heißt also, ich muss das so machen. Und ich kann das Open theoretisch verwenden. No, I cannot. Because, genau. Weil das Ding nämlich dorthin muss. Ebenfalls ist ein großes Problem. Und ich denke, hier werden wir das Ganze nochmal anpassen dürfen. Bevor wir dann nämlich jetzt Sachen rüber verschieben, muss meines Erachtens dieser Text angepasst werden. Was ein Problem ist. So, überlegen wir nochmal ganz kurz zu Ende. Ich könnte jetzt hingehen und versuchen, den Spaß da runterzuschieben. Ich will das jetzt mal ganz bewusst auch machen. Einfach um nochmal so eine gewisse Vorstellung zu bekommen. Also so hätte ich das jetzt zum Beispiel geschafft, dass ich den dann nach unten bekommen habe und ich ihn jetzt auch so platzieren könnte. Und ich könnte einfach das wieder nach oben schieben. Kann es sein, dass ich die... Wuppala. Okay, jetzt muss ich natürlich gucken. Genau, jetzt kann ich dich nämlich schon da reinschieben. Jetzt kommt nur noch die große Herausforderung, tatsächlich das eine da wieder rauszupushen. Wo ich mich wieder frage, ob ich nicht einfach hingehen kann. Genau, das eine hier reinschiebe, das so da rausschiebe. Okay, das war wirklich die Situation, wo wir die Lösung schon vor uns hatten, aber ich diesen letzten Schritt noch verbinden musste. Das war ein sehr komplexes Level, das aber meines Erachtens wirklich cool war. The Pit. Okay. Wo zum Gucken sind wir? Wir sind scheinbar gar nicht... Oh, wir sind der Mond. Hi. Wir sind ein Mond. Moon is you. Skull is defeat. Da kommen wir also nicht raus. Wir haben ein freistehendes End. Star is fall. End. Push. Door is sink. Sink. Okay, also das bedeutet im Endeffekt, wir müssen irgendwie es schaffen, irgendwas in sink reinzuschieben, damit es aufgehoben wird. Das verstehe ich. Unser großes Problem ist nur, dass der Star wieder mit Fall versehen worden ist, also was hier bedeutet. Moment. Das Lustige ist ja, wir könnten theoretisch erstmal ganz simpel sagen, Star is Push. Wir schieben ihn dahin, wo wir ihn hinhaben wollen und machen erst dann Fall, wenn wir es tatsächlich brauchen. Das große Problem für uns würde nur sein, Skull is defeat. Denn wir könnten theoretisch sagen sowas wie Moon and Star is you. Zum Beispiel. Oder Star und Moon in dem Fall, weil wir das Issue nicht einfach bewegen könnten. Aber das würde uns nicht helfen. Ansonsten hier oben ist auch Cloud Stop. Das würde uns ja erstmal noch nicht viel helfen. Meine Frage ist, ob man hier gleich von Anfang an versuchen müsste, irgendwas zu kopieren. Aber dafür fehlen uns die Wörter. Ganz simpel. Weil wir bräuchten ja halt sowas wie Star is Moon und dann hat Star ebenfalls noch is irgendwas mit dabei, damit man daraus mehrere machen könnte. Aber selbst wenn wir daraus mehrere machen würden, das würde uns ja erstmal nicht viel helfen. Dementsprechend meine große Frage ist, ob wir es schaffen müssen, irgendetwas fallen zu lassen. Und vor allem das Wichtige ist, wir müssten theoretisch zwei Sachen fallen lassen, weil wir müssen ja an der Tür vorbei, die dann verschwindet, erst wenn etwas reingeschoben wird. Das heißt also, irgendwie müssten wir es theoretisch schaffen. Lass uns überlegen, wie das aussehen würde. Wir machen statt Star is
Fall einfach mal nur einen Is-Push. Damit hätte ich jetzt die Möglichkeit, das Ding relativ frei Schnauze hier hin zu bewegen. So, würden wir jetzt zum Beispiel sagen, Star is Fall. Das wäre angenehm, solange wir selber kein Stern sein. Der fällt durch und dann wäre relativ sicher. Dann könnte man nämlich das Ganze einfach wechseln. Nur, wie gesagt, wir bräuchten dann theoretisch zwei von denen, die da unten sitzen. Und da ist mir der Switcheroo noch nicht ganz klar. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir sogar zwei Ends bekommen haben. So, ich könnte von Anfang an sowas sagen wie Star and Moon is you. Was mache ich jedoch mit dem anderen End? Ich verstehe, dass man daraus wiederum sowas machen könnte wie, und ich teste das jetzt einfach mal ganz kurz. Wir könnten sagen, Star and Moon is you. So, und das mache ich jetzt nochmal ganz kurz rückgängig. Einfach um die anderen Sachen zu testen. Ja, man könnte vermutlich sagen, sowas wie End Fall. Genau, und damit hätten wir es ja automatisch geschissen. Aber ich bleibe ja dabei. Selbst. Das ist so ein bisschen interessant, natürlich auch hier zu sehen. So, geht mal auf die gleiche Ebene, genau. Geh du mal hier hin. Oh. Oh, interessant. Ja, okay, da war natürlich jetzt ein bisschen doof. Okay, zum gewissen Grad wird es natürlich ein Problem. Natürlich schaffe ich es, das immer wieder so zu machen. Ist Push, hilf mir mal aus. Okay, interessant. Wir schaffen es also theoretisch, dass beide da runterplumpsen. Das Problem ist, spätestens wenn ich hier unten bin, habe ich geschissen. Ich dachte wirklich, dass durch das Is You würden wir nicht an den Skulls einfach so durchfallen. So, das ist nett. Aber wie angemerkt, spätestens wenn wir unten sind, haben wir geschissen. Das heißt also, ich müsste wirklich tatsächlich irgendwie gucken, dass ich zwei da nach unten bringe und noch einen weiteren hätte, der dann wiederum oben das Fall aufhebt. Denn weiterhin, ich gehe es einfach drauf. Wie dupliziere ich mich? Weil die Sache ist, dadurch, dass ich nur zwei Keywörter habe, die ich so nutzen kann, ist es natürlich jetzt schon etwas herausfordernder. Und ich muss schon fast wieder sagen, ich glaube auch gar nicht, dass es möglich ist. Er ist überlegt, ist sowas wie End-End möglich? Und ich teste das einfach mal, weil wir hatten ja schon mal eine Situation mit Not-Not. Not-Not. Aber, no. Das war zu erwarten. Star and Moon is you. Das bedeutet einfach nur, dass wir die beide konzentrieren. Kontrollieren. Es hilft uns auch nicht, sowas zu sagen wie, oh, ich stelle die jetzt hier beide übereinander. Sage dann Star and Moon is Fall, in der Hoffnung, dass sie dann halt beide da runterplumpsen, weil spätestens wenn ich dann da unten bin, bin ich weiterhin der Mond, der kontrolliert werden kann und der Stern gerade nicht. Und ich müsste es ja irgendwie schaffen, uns da hochzuarbeiten. Und spätestens wenn der Erste da drin wäre, sagen wir mal wirklich, man könnte sich da irgendwie so hochkraxeln. Also das ist es alles noch nicht. Wir müssen also tatsächlich irgendwie schaffen, da durchzufallen und danach dann mal kurz was gucken. The Pit. Dann einfach nur ein Hinweis, dass man durch diesen Schacht da durchfallen muss. Genau. Und zwar die Idee muss wirklich sein, dass wir beide runterplumpsen, aufeinander stehen bleiben
dass wir wirklich gestapelt sind, weil dann kann ich nämlich ohne Probleme gleichzeitig nach rechts gehen, nach oben den Mond schubsen. Und muss ihn dann da einfach nur runterfallen lassen. Das Problem ist, ich muss das Fall and Push. Muss das? Das ist eigentlich der einzige Test, würde ich sagen. Denn solange ich sicherstelle... Ich schiebe das mal ganz bewusst einen weiter zur Seite, damit ich mich dichter so hinschiebe. So. Jetzt wird es so ein bisschen knackig. Achso, du müsstest ja auch fallen. Machen wir doch mal das ganz simpel und sagen es so. Ah, jetzt ist das natürlich einmal verkehrt geworden. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das hinbekomme, ohne mich dabei zu dumm anzustellen? So. Das ist die Idee. Alles klar. Oh boy. Ich war auf dem richtigen Weg. Also, das ist für mich immer so ein bisschen das Wichtige. Vielleicht überschätze ich so ein bisschen dann doch den Schwierigkeitsgrad dieser Level, aber ich finde es immer dann doch gut, dass ich immer so ein bisschen halbwegs auf dem richtigen Weg bin. Und... Oder sagen wir mal, in diesen letzten beiden. Kategorisieren wir das ein bisschen, reduzieren das so ein bisschen, denn es gab definitiv Level, wo ich nicht so gut dabei war. Heavy Words mit der 11. Wir haben so einiges an Spaß hier, wo ich erstmal durchsehen muss. Was sind wir denn? Wir sind die Rakete. Da ganz unten. Rocket is you. Wall is stop, das ist okay. Text is fall and flow, das ist ein Problem. Das war Anfang ein Problem. Und ich gehe davon aus. Genau. Ich bin noch nicht ganz sicher, warum float, aber das wird seine Gründe haben. Belt ist Shift, das heißt also, wir sollen das da irgendwie rüberschieben. Okay. Wir haben Dust is Defeat. Das Zeug. Star is Defeat. Und bei Dust is Defeat and Dust. Okay. Interessant. Also ich gehe davon aus, dass Dust. Ist sowas and Dust, das wie Dust ist Dust wäre. Oh. Wir hätten einen Mond. Wir haben einen Moon is weak. So, ich gehe davon aus. Genau, wir gehen hier einfach drauf. Da ist auch keine Kondition für uns extra. Wir haben einen Stern, den man pushen könnte. Die Sache ist, dass ich noch nicht ganz verstehe, warum ich den pushen wollte. Ich meine, abgesehen davon, dass die Reihenfolge falsch ist. Wenn ich den Stern pushen könnte, dann würde ich die Möglichkeit gewinnen, dass IsDefeat nicht mehr aktiv ist, weil ich ja nicht in das Ding reinlaufen kann. So, damit hätte ich die Möglichkeit, den nach unten zu verschieben, den darüber zu verschieben. Könnt ihn dort reinschieben. And then what? Das kann es eigentlich noch nicht sein, aber es riecht so ein bisschen danach, als solle... Noch keine Ahnung, aber die Idee muss ja im Endeffekt fast sein, dass wir die Fähigkeit erlangen, das verschieben zu können. Dass wir erst Star is Push sagen, damit das Ding aus dem Weg geht. Oh, und wir haben noch keine Wind Condition. Das heißt also, wir müssen tatsächlich Moon irgendwie noch erst gebacken bekommen. Das ist aber nicht unmöglich. Wir könnten Wind da runterplumpsen, Is runterplumpsen, Moon runterplumpsen lassen. Ist nun nicht die beste Idee. So, unser Problem ist, denke ich, auch ebenfalls ganz klar. Wir können Sachen nicht so einfach verschieben. So, gucken wir mal ganz kurz. Sagen wir mal, ich verschiebe euch. Ihr würdet so da runterplumpsen. Das ist nett, aber nicht hilfreich. Was wäre,
Wow, da muss man genau aufpassen, dass man hier nicht zu schnell verschiebt. So, ich könnte in der Theorie Stars Push so erzeugen, was mir so überhaupt nichts bringen würde. Also hier ist ganz klar, hier müssen wir lernen, wie wir das Zeug verschieben. Ich denke, die größte Überraschung ist wirklich nur das. Denn ich denke, Stern da aus dem Weg schieben. Dann die Möglichkeit erlernen, Dust verschieben zu können. Und dann im Endeffekt Moon's Wind zu sagen. Was habe ich davon, wenn ich sage, ist weak? Moon is weak würde uns ja aktuell nur Ouchie tun, wenn wir. Dann ist natürlich sowas auch wie Moon is Dust. Moon is Dust. Okay. Und wenn ich jetzt einfach es schaffen würde. Sagt das natürlich so einfach, aber die Wahrheit sieht so ein bisschen anders aus. Und wenn ich jetzt theoretisch sagen würde, Dust is Win, dann hätte ich das auch so hingekriegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gelöst werden soll. Wir müssen aber trotzdem irgendwie an dem Stern vorbei. Und wir haben keine Chance. Zum Beispiel den. Und ich realisiere natürlich auch gerade, dass etwas zu Dust zu verwandeln uns nicht weiterhilft, weil Dust ist Defeat. Also wir würden eher zerstört werden, bevor wir das Ganze gewinnen. Das ist also nicht die Lösung. Gut. Heißt also, die Idee tatsächlich muss weiterhin bleiben, dass wir daraus irgendwie einen Push machen. Stern wegpushen, Dust wegpushen. Dann den Moon is Win Condition erstellen und dann den Mond befummeln. Cool. Was ich nicht vergessen darf, ich Dinges Khan. Ich super Dinges Khan. Ich kann es jetzt zum Beispiel schon so machen, um das Ganze so zu machen. Genau. So, die große Herausforderung bleibt natürlich jetzt aber trotzdem. Sagen wir mal, man würde das so machen, wie wir es jetzt hier gerade gemacht haben. Ich muss trotzdem es irgendwie hinbekommen, dass ich jetzt, man darf ja nicht vergessen, genau, ich komme da zwar schon jetzt hin, aber das würde mir nichts helfen. Wie kriege ich das gebacken, dass der Mond entweder da rauskommt oder ich das zu Push bekomme? Das ist fiese, da ich das hier so wenig Platz ist. Wie kriege ich das gebacken, das zu verschieben, ohne mir das zu versauen? Meines Erachtens ist es nämlich nicht möglich. Shit. Wie muss ich Sachen verschieben, damit das Zeug so fällt, wie ich mir das wünsche? Ich verschiebe als erstes das Is. Verschiebe nun das Moon. Noch nichts weiter. Verschiebe das Win. Damit stelle ich sicher, dass das aktiv ist. Jetzt verschiebe ich das Weak. Damit hätte ich die Möglichkeit, dass das darunter fällt. Okay, damit haben wir einen Schritt zu viel. So, testen wir weiter. Wenn ich jetzt sage, ist Push. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, das zu erzeugen. Damit könnte ich das jetzt darüber schieben. Könnte das hier runterschieben, um das zu verschieben. Schick, aber ich weiß noch nicht, was mir das jetzt bringt. Denn jetzt muss ich irgendwie es schaffen, dass das nicht mehr aktiv ist. Gibt es für mich eine Möglichkeit, Stars Push zu aktivieren auf eine andere Art und Weise? Und ich meine, es sind nur zwei gegeben. Entweder so, dass man es nach rechts fallen lässt, oder wenn man es nach links fallen lassen würde, müsste man das Ganze hier runterschieben. Was wir ja gelernt haben, uns auch nicht viel weiterhilft. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht ansatzweise die Möglichkeit haben, das Star is Push einfach so umzubewegen. Ebenfalls könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir nicht versuchen sollen, irgendwas hier rüberzubringen,
dass der Stern nicht hier bleiben muss. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man den vielleicht von Anfang an dann dahin schieben soll. Wenn wir nichts hier rüberschieben sollen, dann könnte ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass Weak tatsächlich für irgendwas genutzt werden soll. Es könnte also tatsächlich sein, dass anstelle der Überlegung, dass man den Stern oder ähnliches kaputt macht oder der Weak einfach nur als Tragehilfe nutzt, dass vielleicht der Dust Weak werden soll. Das wäre eine Überlegung. So, sagen wir mal, wir müssen das Is irgendwie frei bekommen. Ah, doch, das würde funktionieren. Also hier muss ich wieder sagen, dass, also lustig als bei den anderen Leveln, den beiden, die wir vorher hatten, da hatte ich das Gefühl, ich war auf dem richtigen Weg und musste im Endeffekt nur noch die richtige Lösung finden, wohingegen hier ich auf dem falschen Weg war, weil ich nämlich die ganze Zeit was anderes versucht habe. Guardians, Nummer 12. So, es ist beängstigend, was war der Name? Guardians. Wie viel Zeug hier mittlerweile ist. Baba is you. Okay, wir sind hier. Empty is empty, da hat man also schon was fix gemacht. Warum man nicht weiß, was das bedeutet. Ice is ice. Ice is... How? Ice is shut. Ah, okay, okay. Habe mich gerade gewundert, warum sich die UFOs bewegt haben. Liegt doch mal was anderem. So, machen wir erstmal weiter. Baba is you, empty is empty, ice is ice. Also das soll nicht verwandelt werden. Wir haben ein empty, wir haben ein is und wir haben ein ice. Wir wissen, wir können ice nicht verwandeln, wir können empty nicht verwandeln. Also das wird schon mal keine Kombination sein. Text is pull. Das soll schon auf was hinweisen. So, und dann haben wir jetzt hier noch. UFO is move, deswegen haben sich die Dinger bewegt, and defeat. Das heißt also, aktuell habe ich das Gefühl, dass man das Zeug da hochschieben muss und dann irgendwie hier raus, aber wir haben nicht genug Text dafür. Cloud is stop, ice is shut. Müsste das nicht bedeuten, dass wir jetzt hier fest sind? I don't know. UFO has UFO, das heißt, man kann die nicht einfach zerstören, hat aber auch gleichzeitig Open. Huh. Und vor allem das Wichtige ist, wir versuchen das Win als Wort zu bekommen. Das heißt also, es wird vermutlich auf etwas hinauslaufen, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, wie es funktioniert. Vielleicht reicht Empty is Win, um das zu erreichen. So, aber unser Problem ist einfach, dass wir als kleines Babalü so überhaupt nicht vorankommen. So, ich will jetzt erstmal mal testen. Ich habe es immerhin geschafft, dass die jetzt nicht mehr wirklich synchron sind. Man kann sie so ja auch festhalten. So, jetzt machen wir mal den lustigen... Oh, dadurch, dass Texas Pull natürlich aktuell ist, das ist alles so ein bisschen nervig. Weiß aber nicht, was das mit dem Is-Shut zu sagen hat. So, sagen wir mal jetzt ganz simpel. Ich schieb jetzt hier Zeug rein. Und der Witz muss natürlich sein, dass das Letzte, was ich da rein schiebe, das Pull ist. Damit ich das Win irgendwie dann da rauskriege. Empty ist Pull, vermutlich auch lustig. Würde das funktionieren? Das würde dazu führen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, außer oben, weil... Natürlich auch interessant.
So, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir kein. Oh, im Endeffekt ist es ja egal, dadurch, dass es ja aufgehoben wird. So, damit haben wir jetzt schon mal. Wir haben übrigens nicht genug, um da einfach durchzukommen. Man müsste im Endeffekt sowas sagen wie Eis ist Text. Denke, das ist sogar tatsächlich der erste Witz, den wir brauchen. Wiederum würde ich neu starten sollen. Damit wäre ich schneller gewesen. Eis ist Te. Never mind. Okay, so. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich schon wieder so schnell an eine Grenze gekommen bin, meine Angst, dass wir hier wieder auf Bullshit zurückgreifen. Und mit Bullshit meine ich, dass wir irgendwas mit Empty noch erreichen müssen. Wir müssen irgendwo das Eis hin verschieben. Und wir müssen irgendwas mit Empty machen. Und für mich riecht das wieder irgendwie danach, als müssten wir entweder das Empty hier hochschieben, um dann es da runterziehen zu können. Oder irgendwas ähnliches. So, sagen wir mal. Nee, ich weiß nicht, was wir sagen sollen. Also, ich habe das Gefühl, wir müssen Eis verschieben. Machen wir das mal. Upsala, natürlich habe ich das versaubeutelt. Da musst du hin. So, jetzt. I don't know. Das ist so das, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Was habe ich davon, jetzt hier große Massen an Eis zu verschieben? Sagen wir mal, ich verschiebe jetzt hier einfach das Zeug hier so hin. Er hat keine Ahnung, auf welche Art und Weise das hier wirklich clever ist. Meine, ich kann eine Menge an Eis verschieben, ja. Irre. Aber noch nicht hilfreich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, ich habe jetzt Eis hierhin verschoben. Damit ist die Aufgabe von dem Eis erfüllt? Fragezeichen? Deswegen, das habe ich noch nicht verstanden. Warum habe ich Eis jetzt dahin verschoben? Das riecht schon wieder nach, als brauche ich Eis, um dann, wenn ich empty zu ziehe, dass das funktioniert? I don't know. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt definitiv ab einem gewissen Punkt Text ist Pull. So, und so, wenn wir mit der Logik weiterarbeiten, dass ich Eis für irgendwas benötige, was auch immer dieses irgendwas sein wird, dann muss ich das ja so machen. Das sieht natürlich jetzt alles ein bisschen scheiße aus. Muss ich das ja so machen? Bitte fragt mich ansonsten nicht, was ich hier gerade mache. Muss ich das hier irgendwie so machen, dass alles. Oh, hi. Dass das Zeug, meine Wörter in dem Eis drin sind. Oder? I don't know. So, Eis, du hast ausgedient. So, jetzt sagen wir. Aus irgendeinem Grund, wir verschieben das Zeug da, whoops, das Zeug da rein. Deswegen, also hier ist wirklich mein großes Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich teste. Ich teste und hoffe, dass das, was ich teste, auf irgendeine Art und Weise funktioniert. So, wir sagen, Text ist Pull. Tja, natürlich doof.
Und aus irgendeinem Grund sage ich jetzt auch, dass empty is pull ist. So, das funktioniert schon mal nicht, das ist schick. Wie immer. Ich glaube, das mit cleverster wäre vermutlich, bevor ich mich doof anstelle, dass wenn ich irgendwas mache, ich das Pull vielleicht als letztes schiebe. Dabei bleibe ich nämlich im Eis. Das war nämlich das Problem, was ich gerade eben hatte. So, sagen wir mal, ich gehe jetzt hin und verschiebe den Spaß jetzt da so hin. Und zu guter Letzt jetzt noch das Empty. So. Ha. Die Dinger bewegen sich nicht mehr. Weil ja im Endeffekt, wie bei Push, jetzt die Luft als Objekt wirklich dient. Und damit schaffe ich es wirklich, dieses Ding irgendwie herauszuschieben. How in the world? So, und jetzt muss ich ganz kurz gucken. Gut. Ich habe das Wichtigste jetzt. Was zum Kuckuck muss jetzt zu Win werden, damit ich das schaffe? Ices Win kann es ja nicht sein, oder? Ich meine, muss es aber. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, empty als Wort gefällt mir so überhaupt nicht. Weil ich hier wirklich mit einem unsichtbaren Element arbeiten muss, das nicht sichtbar ist. 13, Skyhold. Also, ich sehe schon, mittlerweile wird es relativ anstrengend, weil man immer mehr Wörter bekommt. Empty is empty, Baba is you, text is float. Okay, wir dürfen empty nicht verwandeln. Baba is wir, text is floaty. Key is open, wir haben kein Key. Box is box, and key, box is box, box and key is push. Box has key, door shut. Und wir haben nochmal ein empty und ein is herumlegen. Wir können das Zeug verschieben. Dank der unteren Box hier wiederum. Wir können das Zeug also lustig verschieben. Das große Problem ist nur, wir können nicht die Box nutzen, um das zu öffnen. Alles klar. Okay, Door ist Door und das Problem ist, das ist Shut muss existieren. Ich könnte ebenfalls hier irgendwas machen, aber wenn wir ehrlich sind, auch nicht wirklich. Key, empty is key, würde nicht funktionieren, wegen der Regel. Key is empty, würde funktionieren, aber dadurch, dass wir aktuell keine Keys haben und auch keine Möglichkeit haben, die Box zu knacken, nicht hilfreich. Wir könnten nicht sagen, Box is open. Weil wir die Box nicht daraus bekommen, sowie open nicht daraus bekommen. Wir könnten empty is open sagen. Was lustig ist, aber noch nicht hilfreich. Hätte ich sowas wie empty is push, dann vielleicht schon eher. Okay, mein Gefühl sagt mir. Okay, wir haben eine Möglichkeit, die Kiste zu öffnen. Jetzt müssen wir überlegen. Oh,
Okay. Ich sehe, wo der Witz ist. Wie wäre es, wenn ich sage, das Empty hat jetzt Key? Wie würde das denn aussehen? Und ich sage jetzt, Box is shut. Okay. Warum ist empty? Achso, weil ja, jetzt müssen wir natürlich die Tür wieder rummachen. Das war jetzt nicht schwer. Man musste erstmal realisieren, wie die ganzen Regeln aussahen. Und dann hatte man das schon geschafft. Denke ich. Gut, dann kommen wir hier zum Ende. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, kümmern wir uns um die beiden Extras. Ich will nicht wissen, was die Extras sind. Und dann sind wir hier, denke ich, schon fertig. Alright. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.